Jetzt heißt es wieder neu bei Pearl TV. Wir haben wirklich eine kleine Sensation. Der ein oder andere von Ihnen kennt oder die meisten WLAN-Steckdosen, also fernbedienbare Steckdosen übers Internet. Das ist ein Riesenschritt. Aber was wir jetzt hier haben, hat noch einen Zusatz, nämlich Mini-WLAN-Steckdosen. Und was da der Unterschied ist und was wir noch für Zusatzoptionen haben, das wird Ihnen jetzt Ingo erklären. Ja, wir haben eine WLAN-Mini-Steckdose. Diana hat sie da in der Hand. Und schauen Sie mal, wie klein die ist. Sie ist wirklich genauso groß wie ein typischer Schokostecker, sage ich mal. Ne? Wenn sich da eine normale WLAN-Steckdose, die halten wir mal daneben, daneben anstecken, wenn Sie die in Mehrfachstecker reinstecken, dann haben Sie keinen Platz mehr nebenan. Da geht eben überhaupt nichts mehr nebendran rein. Das heißt, sie ist ausgesprochen platzsparend. Das wollte ich Ihnen eben mal zeigen, so als Negativbeispiel, dass Sie sehen, wie klein und kompakt diese Steckdose ist. Mit dieser Steckdose jetzt können Sie über WLAN mit Ihrem Handy oder Ihrem Tablet Ihre Steckdose an- und ausschalten. Das wollen wir eben mal machen. Wir haben hier zwei Geräte mal reingesteckt mit zwei verschiedenen Geräten. Das eine heißt, ich weiß nicht, ob Sie das sehen können, die haben wir Heizlüfter genannt, die andere haben wir Lampe genannt. Ich gehe jetzt mal auf die Lampe und dann sehen wir mal den ganzen Komfort, den wir hier haben. Die sind beide in einer Steckerleiste eingesteckt. Früher musste man die immer zusammenschalten. Jetzt sehen Sie hier ganz einfach, wenn wir mal wieder auf meine App raufgehen, sehen wir den An-Ausschalter hier. Wenn ich da drauf drücke, sehen Sie, ganz normal geht die Lampe an, wie erwartet. Das ist also das Minimum, was eine WLAN-Steckdose können sollte. Hier haben wir jetzt aber noch so viele Zusatzfunktionen. Wir haben hier einen Timer. Und du kennst das vielleicht, Ralf, von der Zeitschaltuhr. Mhm. Da können wir dann nämlich bei einer Zeitschaltuhr können wir einstellen, wann es losgeht und wann es wieder ausgeht. Das können Sie, brauchen Sie jetzt keine Zeitschaltuhr mehr. Das stellen Sie einmal an. Das wird an die Steckdose gesendet und dann haben Sie jetzt einen Timer. Ich habe jetzt hier zum Beispiel angeschaltet. Dienstag, wir haben es dienstags, donnerstags und freitags haben wir um 7.30 Uhr an. Und den gleichen Tag um 11.30 Uhr wieder aus. Das ist jetzt nicht vorgegeben, sondern das kann ich ganz flexibel nach meinen Wünschen einstellen. Ja, ich kann hier einfach, hier steht Add Schedule. Das heißt, ich kann hier meinen eigenen Schedule eben auch noch einstellen. Also kann ich ganz flexibel und jeden Wochentag anders, je nachdem, wie ich will. Unendlich viele Möglichkeiten. Und dann, was ich besonders interessant finde, was wir hier auch noch haben, ist, dass wir, Moment, ich gehe mal wieder auf den hier. Warten Sie einen Moment, ich gehe mal aus dem Schedule wieder raus. Wir haben hier unten auch noch einen kleinen Knopf, der heißt Electric. Und das finde ich auch besonders interessant. Schauen Sie mal hier. Wir haben jetzt hier unser Gerät angeschlossene Lampe und dann wird hier gezählt, wie viel Watt dieses Gerät gerade braucht. Das ist hier 3,1. Und wie viel Watt das schon insgesamt verbraucht hat und wie viel Volt. Und dann kann ich genau nachprüfen, wie viel Strom ich hiermit schon benutzt habe. Es ist also auch noch ein Stromzähler gleichzeitig. Mhm. Ist das nicht praktisch? Also im Prinzip kann ich auch ermitteln, wer ist Stromfresser und was braucht das gerade, wenn ich es eingeschaltet habe. Jetzt bei einer LED-Lampe 3,1 Watt brauchen wir nicht unbedingt. Ja, aber Ralf, du hast schon gesehen. Ich habe hier zwei Steckdosen reingesteckt und das andere ist unser Heizlüfter. Und das wollte ich Ihnen jetzt eben auch mal zeigen, dass die... Ingo, was ich toll finde hier, also erstmal, aber hier normalerweise, wenn du die alten drin hattest, wäre eine Vierer-Steckerleiste plötzlich nur noch eine Zweier gewesen, weil mehr hättest du nicht untergebracht. Ja, hier haben wir trotzdem alle vier Stecker weiterhin zur Verfügung. Schauen Sie mal, wie groß die ist. Den kriege ich jetzt gar nicht, guck mal, ich kriege nirgends rein, egal wie. Es sind zwei Stecker in der Mitte frei, kriegst du nicht rein. Das ist also schon perfekt einzelschaltbar jetzt so. Und das ist mir jetzt nur aufgefallen und Ihnen mit Sicherheit auch. Also das wäre schon ein Grund für mich jetzt, mich für diese WLAN-Steckdose zu entscheiden. Ja. So, ich habe dich unterbrochen, Entschuldigung. Kein Problem. Wir sehen, das eine Kabel geht hier zu der Lampe, das haben wir eben an- und ausgemacht. Ich habe Ihnen den Komfort gezeigt. Das andere Kabel geht zu unserem 1200 Watt Heizlüfter und da müssen wir jetzt mal richtig was sehen. Und das sind einfach zwei Knöpfe bei mir auf der App. Der eine heißt Lampe, der andere heißt Heizlüfter. Den kann ich benennen, wie ich will. Ich habe den jetzt mal Heizlüfter genannt. Jetzt lädt die ab und ich sehe wieder meinen Knopf hier. Da kann ich es an- und ausschalten. Ich mache ihn mal aus. Und dann sehen Sie auch, automatisch geht der Heizlüfter aus. Und ich mache ihn wieder an. Das ist also sofort, wird hier immer alles umgeschaltet. Aber jetzt kann ich natürlich auch einen Timer dazu setzen, dass ich also eine Zeitschaltuhr davor mache. Wenn ich weiß, dass ich abends um 7 immer nach Hause komme im Winter, kann ich ihm sagen, geh schon mal um 6 an, damit die Wohnung dann auch warm ist. Und du kannst es, wie gesagt, weil es WLAN ist, weltweit einstellen. Also zum Beispiel bei der Arbeit. Wenn du weißt, ich möchte jetzt, dass in einer Stunde warm ist, stellst du ihn einfach von zu Hause, von der Arbeit aus an
und aus. Und das geht mit allem, was man eben an diese Steckdose ransteckt. So, oder man macht eben eine Zeitschaltuhr ran mit diesem Komfort. Würde mich interessieren, was braucht er jetzt im Moment gerade an Leistung? Also da wollte ich jetzt gerade hin. Wenn ich jetzt hier auf Electric gehe, ja, dann sehen wir, dass der im Moment 1057 Watt braucht. Und das läppert sich dann schon sehr, sehr schnell. Mit diesem Strom, Sie wissen, Kilowattstunden werden immer teurer. Das heißt, da muss man sparen. Und mit so einer komfortablen Zeitschaltuhr bzw. Fernbedienung für das Gerät, was da reingesteckt ist, kann man richtig Geld sparen. Weil dann kann man nämlich das Gerät anmachen, wenn man es braucht. Bei so einem Heizlüfter, unglaublich praktisch. Ich weiß, wann ich nach Hause komme. Und dann kann ich von der Arbeit aus den anmachen. Ich stecke im Stau und sehe, oh, das dauert eine halbe Stunde länger. Dann mache ich es einfach aus. Und dann wieder, kurz bevor ich zu Hause bin, wieder an. Egal, wo ich bin auf der Welt. Und das ist so praktisch. Und diese Steckdosen sind ein echter Hit. Also für den Preis haben Sie diesen Komfort. Im Prinzip kannst du jetzt dann also nachrüsten. Du kannst Sachen mit Timer versehen durch diese Steckdose. Und ganz einfach auch von aller Welt aus einschalten. Das ist der Wahnsinn, alles über Ihr Smartphone. Und so eine Mini-WLAN-Steckdose, die kostet gerade mal 18,99 Euro. Hier Zeitschaltuhren, ganz, ganz wichtig, auch um im Urlaubsfall mal Anwesenheit zu simulieren durch Licht und das vielleicht auch abzyklisch. Ja? Einfach mal von Hotel in, was weiß ich, wo Sie sind, Südamerika, schalten Sie mal zu Hause das Licht an. Das ist der Wahnsinn. Hier die Bestellnummer ZX2858 und die 569. Wie gesagt, der Preis 18,99 Euro. Aber wir haben natürlich auch noch einen Sparpack für Sie. Wenn Sie sagen, mindestens zwei sollen sein, dann bestellen Sie gleich das Zweier-Set. Und das haben wir ja hier getrennt voneinander oder miteinander schaltbar. Richtig. Zeitschaltuhr, Strommesser und weltweit regelbar. Und das Zweier-Set, da sparen Sie bares Geld. Ja, und zwar kriegen Sie das Zweier-Set für 33,24 Euro. Hier die Bestellnummer ZX2865 und die 569. Und so ein Smart Home, ja, also ein von Internet schaltbares Zuhause. Zumindest einige Geräte, da träumt doch eigentlich jeder davon, oder? Hier ist es bezahlbar. Ja, und du kannst es eben, weil es smart ist, von überall auf der Welt, also jetzt von der Arbeit oder von Mexiko, egal wo Sie sind, können Sie ein Gerät an- und ausschalten, Sie können den Timer programmieren und Sie können immer sehen, wie viel Strom da gebraucht wird. Es ist unglaublich komfortabel, das alles zu sehen mit dieser einen App. Sie haben das gesehen, jeder Knopf hat jedes Gerät, jede Steckdose hat ihren eigenen Knopf hier auf der App. Ich zeige Ihnen das nochmal hier. Da haben wir dann eben hier die Auswahl, die eine Steckdose oder die andere. Da können Sie so viel machen, wie Sie wollen. Die tauchen hier alle auf. Und es ist wirklich kinderleicht zu bedienen. Ganz leicht einzurichten. Das ist ein Knopfdruck, ist super beschrieben in der Anleitung, wie das geht. Da brauchen Sie keine Sorge zu haben, dass Sie das nicht hinkriegen. Das kriegen Sie hin, ohne Techniker. Und ich sage nur, wir leben im 21. Jahrhundert in so einer kleinen Steckdose, Diana. Was da alles für Technik drin ist, ist einfach unglaublich. Natürlich elektrisch geschützt gegenüber Hitze. Überladung, also ist sicher. Und damit sind wir im 21. Jahrhundert und die gibt es jetzt endlich in Kompakt. Denken Sie mal hier, Sie haben vielleicht solche großen Steckdosen, blockieren andere Steckdosen und mit diesen kleinen, kompakten Dosen haben Sie die Technik zu Hause, die jeder haben will. Unsere TV-Neuheit, unsere Mini-WLAN-Steckdosen. Sie entscheiden jetzt, ob Sie den Einzelstecker möchten, also einfach mal mit einer solchen Steckdose arbeiten. Dann ist es die Bestellnummer ZX2858 und die 569 für gerade mal 18,99 Euro. Oder Sie entscheiden sich gleich für das Zweier-Set, welches Sie natürlich auch gerne mehrfach bestellen können. Dann ist es die Bestellnummer ZX2865 und die 569 und der Preis 33,24 Euro. Toller Preis. Ich finde das der Wahnsinn. Ein Smart Home, das sieht man ja immer in der Fernsehwerbung, habe ich immer für unbezahlbar gehalten. Das ist der erste Schritt in Ihr Smart Home. Greifen Sie zu, günstiger kann es nicht werden. Unsere Mini-WLAN-Steckdosen, die überall, wo Strom ist, zu installieren sind. Und dann haben Sie die Vorzüge, die uns Ingo gerade erklärt hat. Also ran ans Telefon und viel Spaß damit.